Outlook Spaces oder Projekt Mocha genannt, funktioniert natürlich unter jedem Betriebssystem. Und zum Beispiel ein Linux hier jetzt mit dem Firefox Browser hat natürlich die gleichen Möglichkeiten wie jeder andere Browser. Und das Ganze sieht sehr gut aus. Funktioniert identisch. Wenn ich jetzt hier scrolle, kann es ja durchaus sein, dass dieser Komplettplan, dieses komplette System etwas zu groß wird. Und man sieht hier rechts an der Seite, wie auch in einem Firefox-Browser schön scrollbar zur Verfügung stellt. Natürlich lässt sich über die Einstellungen jederzeit die Dinge entsprechend ändern. Ich persönlich finde, dass die Idee dieses ganzen Systems auch unter einen entsprechenden Linux darzustellen oder darstellen zu können, natürlich zu Hause entsprechend entgegenkommt. Vielleicht hat der ein oder andere noch einen älteren PC, wo hier Linux drauf installiert ist und wo der ein oder andere aus Gründen Datenschutz, Sicherheit und ähnliche Gründe mehr hier nur Linux benutzt. Dagegen spricht ja auch gar nichts. Ich bin auch einer der wenigen Verfechter, die das ab und an sehr gerne mal benutzen. Das hier ist jetzt nun Firefox unter OpenSUSE 15.2, aber natürlich wird das auch mit jedem anderen Browser laufen und sich genauso darstellen, genauso gut funktionieren. Und wenn wir jetzt das Outlook nochmal öffnen, dann werden wir feststellen, auch hier sind die Informationen kalendermäßig genauso enthalten. Das widerspricht sie auch nichts. Wir haben alles in der Cloud liegen. Und warum soll das nicht hier genauso abgearbeitet sein? Interessant wäre es jetzt, wenn ich diese Menüfolge bearbeite. Und ich sage jetzt mal, das ist Menüfolge neu. Ob denn diese Information jetzt als Text in den Spaces sich wiederfinden? Und dafür schalte ich jetzt mal in die Spaces um. Hole mir meinen Wochenplan und schaue mal nach der Menüfolge. Und die Menüfolge hat sich sofort geändert. Damit wird es halt auch nochmal klarer, ob ich jetzt so in Mocha das ändere oder ich ändere es im Outlook. All diese Zusammenarbeit dieser Produkte wird doch hier sehr stark forciert und hier mit Hilfe von Microsoft Project Mocha, genannt Outlook Spaces, sehr schön umgesetzt. Und wenn ich jetzt hier hingehe, sage ich, möchte nach Fälligkeitsdatum oder ich möchte bestimmte Dinge wieder entfernen, wie vielleicht hier, war das vielleicht nicht korrekt. Aus diesem Bucket, das ist hier dieser Samstag-Bucket, oder aus dem Zeichenbereich, dann wäre es halt vollständig verschwunden. Aus dem Bucket bedeutet, ich habe hier einen eigenen Zeichenbereich, wo das momentan abliegt. Und jetzt einfach aus dem Zeichenbereich entfernen und dann ist es auch verschwunden. Der Einsatz von Bing, für Multiplications, das ist halt Microsoft Bing und nichts anderes, so wie wir es halt schon kennen. Und wenn ich jetzt so etwas suche, dann würde ich das hier natürlich auch entsprechend ablegen können mit Orten
Und klar ist, das ist eine schöne Ergänzung, aber Bing bräuchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Interessant wäre, wenn ich umschalte und ich würde einen Projektplan machen, da wäre es ja interessant, solche Dinge wie Meilensteine oder ähnliches durchzuführen. Und wir gucken mal, was die Vorlage uns anbietet. Ja, es bleibt, wie es ist. Warum auch nicht? Das Schöne ist halt, wenn ich hier eine Aufgabe implementiere, Planung für September, und ich füge einen Schritt hinzu, wie mein Beispiel Microsoft 365, nächster Schritt wäre vielleicht Microsoft 365 E3 Plan und oder Linux Upgrade, ähnliche Dinge mehr. Und ich würde den jetzt hier ablegen, dann funktioniert das. Was so ein bisschen fehlt, wer sich im Projekt ein bisschen beschäftigt und mit Projekten, Projektplanungstools im Microsoft Project, dem würde vielleicht jetzt hier fehlen Milestones, also so Meilensteine oder sowas. Aber ich finde, das muss eigentlich nicht sein. Vor allem, wenn man hier zusammenarbeitet, ne, das wäre ja dann sehr schön, kann ich jetzt nicht produzieren. Aber wenn man hier zusammenarbeitet und die gesamte Familie oder die gesamten Studentschaft, das ist wie gesagt hier Microsoft Office Students, dann kann man sicherlich erwarten, dass hier viele, viele Dinge gemeinsam erarbeitet werden können und das ganze Produkt wirklich eine sehr runde Geschichte darstellt, um in der Zukunft übersichtstechnisch eine schöne Planungsumgebung zu haben. Und wir schauen mal, ob es jetzt gereicht hat, die Zeit, um meine Aufgaben übernommen zu haben in das To-Do. Da haben wir ja gelernt, sinnvollerweise das Ganze über Outlook zu machen, weil das ansonsten nicht gut funktioniert. Und dann gucken wir mal, ob dieser neue Projektplan, der ja aus dem Spaces kommt, momentan hier zur Verfügung steht. Und da ist dieser Projektplan neu. Planung für September. Und da sieht man 0 von 3, also es sind 3 Schritte. Und hier tauchen diese 3 Schritte auf. Also es wird immer deutlicher, dass die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen unterschiedlichen Projektteilen mit Hilfe von Spaces sehr schön zusammengeführt wird. Klar ist, da ist sicherlich noch einiges im Argen, was mir persönlich momentan gar nicht so auffällt. Ich finde das schon sehr schön, aber da kann man sicherlich noch das ein oder andere dran modifizieren, um hier bestimmte Verbesserungen wiederzufinden. Das mit den Notizen gefällt mir gar nicht. Da finde ich die Notizen, die ich sonst so mache, doch relativ überzeugender. Aber das kommt alles, da bin ich fest überzeugt. Was dann natürlich fehlt, ist vielleicht die Möglichkeit, das könnte man nachprobieren, auf Tabletts das mal auszutesten. Dann müsste man mal einen nächsten Schritt gehen. Ja, damit soll es bleiben. Ich wünsche noch was. Viel Spaß noch.